Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Bei mir in Shining zu Monster Sanctuary. Heute gibt's mal kein Phänotopia dafür, dass es gestern kein Sanctuary gab. Zum einen bei Phänotopia will ich erstmal gerade noch ein bisschen sammeln, weil höchstwahrscheinlich ein Bosskampf ansteht. Und ich erst eine bessere Ausrüstung haben will. So. Gut, noch über Phänotopia geredet. Jetzt geht's zu Sanctuary. Wir haben das eine Stück. Das muss da rein. Und es fehlende Stück können wir die Macht des Runensteins auf keinen Fall freischalten. Ist das der fehlende Runensteinsplitter? Oh, das muss er sein. Setzen wir ihn in den Runenstein ein. Und jetzt lass mich schnell den vollständigen Runenzauber übersetzen. Ah ja. In unserer Sprache bedeutet das hier, großer Wotan, gib uns Siegfrieds Stärke, auf dass wir unbeschadet durchs Feuer gehen können. Ach, jetzt kann ich wahrscheinlich durch Lava gehen. Oder die Lava nimmt ab. Entschuldigung, Magma. Lava ist ja das Geschmolzene. Wenig wissen, wie viele ich sonst damit trigger. Oh, nach dem, was wir gehört haben, können wir wohl annehmen, dass etwas Großes passiert ist. Das muss der Zauber gewesen sein. Wie es aussieht, wird der Zauber in jeder Sprache interessant, nicht? Gut gemacht, Will. Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Ehrlich gesagt würde ich gerne noch etwas bleiben und schauen, was wir hier noch so finden können. Ich glaube, dass mein Spektralforsch freuen würde, dass ich das hier tue. Und du wirst auch deinen Begleiter zurückbekommen, Will. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß, ich weiß. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, ich sollte das Leben als Monsterhüter nicht aufgeben. Damit wäre niemandem geholfen. Wir sehen uns dann. Ich möchte unbedingt diese Höhle erkunden. Die Info, die ich raushauen will, kann ich gleich machen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Ort ist das perfekte Versteck für eine Zufluchtsmarke. Stimmt, finden wir dann dank Wills Hilfe noch eine Zufluchtsmarke. Gehen wir. Jetzt die Info, die ich raushauen wollte. Ich habe noch ein bisschen den Meister in der Basis bekämpft und dadurch hat Sven jetzt auch einen Schubstein abbekommen. Seht euch Svens dunkles Ich an. War mir irgendwie sinnvoller als das helle Ich von ihm. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, drei schon, die einen Schubstein bekommen haben. Die anderen beiden kommen noch. Ich habe halt keinen weiteren. Und Level-Abzeichen noch. Und das kann ich bei denen gar nicht verwenden. Und natürlich noch meine Wechselsteine. Also ich kann ja nochmal zeigen hier. Hier hat er halt bei jedem folgenden Treffer die Chance, kritische Treffer zu machen. Und hier ist einfach nur jede Buff-Aktion eines Verbündeten vielleicht einen zufälligen Buff. Nur wenn ein Verbündeter einen Buff macht, kriegt er dann was drauf. Und das bringt mir halt nichts. Weil er bufft sich ja durchgehend selber. So. Jetzt genug gelabert, jetzt holen wir uns erstmal hier rechts. Und ich muss Viecher kloppen. Leute, ich habe unterwegs ein neues Entwicklungs-Item bekommen und ich würde gerne eben kurz gucken, ist das vulkanische Asche, ob ich irgendwen damit entwickeln kann. Und? Niemand. Okay, das war alles, was ich sehen wollte. So Leute, jetzt sind wir endlich hier. Hab sehr viele unterwegs gekillt. Zwei Leute haben ein Level-Up unterwegs gemacht. Ich überlege gerade, was ich ihm gebe. Ich gebe den Psyker auch mal säubern. Das ist nämlich eine richtig krasse Fähigkeit eigentlich. Und dir... Du bist halt auch mehr so ein Supporter. Ich überlege gerade. Kritische Wohltat. Nee, ich gebe ihm Hybridmeister. So, hier ist ja jetzt die Lava weg. Kann ich hier rechts hin und da ist nur eine Kiste.
wo nochmal vulkanische Asche drin ist, was keins meiner Viecher gebrauchen kann. Okay, die Dinge brechen ein. Ich schaff das noch. Das habe ich für einen Kunai getan, Leute. Komm, Dark Schwen. Dein dunkles Ich wird mich jetzt durch diese Gänge führen. Und plops. Plops tot. War jetzt nicht so ein interessanter Kampf. Aber 3 Level-Ups, das ist sehr interessant. Luftschlag wäre, glaube ich, ganz gut. Das ist eine Windattacke und Windattacken sind ja bei Schwen verstärkt. So, was gebe ich dir, Sunny? Die Speere hast du schon. Ich könnte die Spektralflamme verbessern. Und ich könnte mir dafür sorgen, dass er eine anständige Windfähigkeit hat. Ich verstärke mal die Luftsichel. So. Und bei dir? Was mache ich bei dir? Ich habe dir halt schon alle Debuffs, die du machen kannst, glaube ich, draufgehauen. Obwohl, nee. Mana-Brand geht noch. Dass wenn die jetzt Verbrennungen haben, dass er auch noch Mana regeneriert. Die Buff King ohne Ende. So, ich komme hier wahrscheinlich nur nach oben, oder? Ich schaff das, Leute. Sag ich doch. Für eine Armschiene. Wenigstens werde ich hier respawnt. Oh, da ist ein neuer Gegner. Drakumi. Wahrscheinlich die Weiterentwicklung von denen. Okay, bei euch muss ich Leute mit Angriffsfähigkeiten tun. Das heißt, das wird wahrscheinlich der erste Kampf, der ohne SIP stattfindet. Weil er einfach nichts ausrichten kann. So. Buffs gehören natürlich dem Buff King. Schwen ist der, der die Buffs raushaut. So, einmal Sicherheit. Und dann einmal den Eissturm in der Hoffnung, dass ich Frost verteile. Wunder. Aber was können die auch noch stecken? Feuerklauen. Hilfe. So, erstmal Teamplay. So. Hat er schon den Helferbuff drauf? Ja, hat er sogar im Doppelpack. Ich muss hier eh auf die Schlagfähigkeiten gehen. Feurige Stiche. Der hat auch noch einen Widerstand gegen Feuer. War aber auch irgendwo klar. Ich gehe auf den hier, weil der noch keinen Debuff drauf hat. So. Soll ich es nochmal mit Eissturm versuchen? Nee. Eisbeersalve. Ich muss die ja wegkriegen. Das war wohl nix. Der hat wohl nicht getroffen. Das hat gezogen. Helfende Hand auf sich selbst, bitte. Nicht, dass er hier noch stirbt. Du haust jetzt bitte deine Ultra-Kombo raus. Weil der Drache muss weg. Der macht massiven Schaden. So, jetzt kommt wieder die Salve. Alle bluten.
Okay, der große Drache ist jetzt höchstwahrscheinlich weg. Ich würde gerne mal den Luftschlag von Sven sehen. Weil die recken hier die ganze Zeit den guten alten Psycho weg. So, Luftschlag auf ihn. Auch wenn er einen Widerstand hat. Das sah cool aus. 10 Treffer. Okay. Ich verstehe aber, warum ich mittlerweile die Kämpfe gegen schon bekannte Viecher rausschneide, wenn ihr seht, wie ich die Kleinen hier auseinandernehme, ne? Das war's mit Psycho. Hat aber auch eh nicht viel gerissen. So, mit dem Federsturm auf ihn. Er hat mehr. War ein One-Hit. Und jetzt ihn weg. Wenn ich ein Ei kriege, kriege ich sowieso erstmal von den Kleinen die Eier. Und Yannick hat ein Level Up. Ihr macht gerade alle die Level Ups. Irgendwas von Heilung, das ich verstärken kann. Ich könnte den Säureregen verstärken. Die Buffs. Wenn die Schwäche drauf haben, dann würden die Schilde und die Heilung der Gegner runtergehen. Ach komm, Heldengruppe. Dann macht es mehr Sinn, wenn du auf dem Feld stehst. So, hier ist wahrscheinlich nur wieder eine Kiste. Und wir sehen uns gleich wieder. Und tot. Fee habe ich bekommen. So, weiter. Ich wusste doch, hier steht nur eine Kiste. Magma-Kammer-Schlüssel. Den Schlüssel werde ich aber noch brauchen. Also, es war nicht sinnvoll, dass ich hier lang gegangen bin. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier weiter nach oben. Ich traue den Wänden immer noch allen nicht. Deswegen prüfe ich in jede Wand rein. Ein Azurjuwel. Kann ich was verbessern? So, jetzt brauche ich einmal Hoden, weil da muss man schnell drüber. Und hier muss ich eben kurz was verkloppen. Monster tot. Und nur eine Rauchbombe dafür. Okay, erstmal links, weil da weiß ich ja. Tür. Und tot. Mal wieder. Der Fisch hat ein Level Up. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Skill ich ihm geben soll. Ich gebe dir einfach. Was gebe ich dir denn? Ach komm, ich gebe dir Geschicklichkeit Level 3. So. Jetzt gönne ich mir die Kiste und Tür offen. Und ich habe hier oben schon gesehen. Als ich hier lang gelaufen bin gerade. Was zum Zerbrechen. 2 Silber hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und hier mache ich jetzt auch nur eine Tür auf. Sobald ich es mal geschafft habe, anständig zu springen. So. Aber laut Karte soll hier rechts noch was sein. Hier ist der Ort, wo ich den Schlüssel reintun muss. Den Schlüssel tue ich schon mal rein, aber reingehen tue ich noch nicht. Das tun wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!